Hallo und herzlich willkommen im Wald. Vielleicht erkennt ihr diesen Platz wieder. Das ist der Tief im Waldlagerplatz von letzter Woche. Ich habe tatsächlich genau die gleiche Stelle wiedergefunden und hocke jetzt quasi unter meinem Plane vom letzten Mal, die natürlich noch nicht steht. So, was steht heute an? Ich will mal auf vielfachen Wunsch im Wald übernachten und euch entsprechend alles dokumentieren. Eigentlich habe ich keine Zeit und keine Lust und bin zu faul und müde und genervt. Und als mir das heute klar geworden ist, habe ich beschlossen, dann musst du erst recht in den Wald gehen, denn das hilft üblicherweise. Gut, demzufolge, was machen wir jetzt? Wir bauen uns jetzt ein Lager. Ich habe leider ziemlich viel Schnur vergessen und hoffe, dass ich mir genug Schnur improvisieren kann, um hier irgendwas aufzubauen, das mit dem bisschen Schnur, was ich halt habe, eben irgendwie hält. Schauen wir mal, ob das geht, beziehungsweise inwieweit und wie gut das geht. Und dann muss ich mir noch Heringe schnitzen. Und sobald die Bude steht, kümmern wir uns darum, dass wir noch ein bisschen was zu essen in irgendeiner Form zustande bringen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal die Schnellversion vom Eichelbrot, beziehungsweise halt so ein Eichelkeks, Eichelfladen. Ich habe ein ganz paar Eicheln auf dem Friedhof gefunden, unter der Eiche, die da hervorragende Wuchsbedingungen hat, weil sie halt schön solitärbaumartig da rumsteht. Und die war früh dran mit Fruktifizieren, deshalb habe ich schon ein paar Eicheln. Wahrscheinlich schmecken die miserabel, aber das werden wir dann ja sehen. Und leider ist Eichelbrot machen ein sehr zeitaufwendiger Prozess, wird also bis spät in die Nacht dauern und dann wird es dunkel. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ich das, was ich bisher immer als Ausrede genommen habe, um kein Ich-penne-im-Wald-Video zu machen, nämlich man sieht doch nichts, wenn ich im Dunkeln filme, beziehungsweise meine Kamera ist dafür einfach zu lichtschwach. Machen wir jetzt halt mal trotzdem und wie furchtbar ihr das dann gefunden habt, dürft ihr mir dann hinterher sagen und dann kann ich euch sagen, ha, ich hatte recht. Gut, so viel so zum ganz groben Ablauf. Ja gut, und dann schlafe ich halt irgendwann und dann erzähle ich euch, wie die Nacht gewesen ist. Vielleicht stehe ich auch unterwegs in der Nacht mal kurz auf und laufe ein bisschen rum, um zu dokumentieren, wie mies ich mal wieder geschlafen habe. Mache ich zurzeit sowieso nicht gut schlafen. Aber das kommt dann alles im Laufe der Nacht. Und jetzt fangen wir mal ganz simpel damit an, dass ich euch einfach mal kurz zeige, was ich dabei habe. Wie ihr seht, habe ich ja mein Rucksäckchen noch auf. Hier baumelt auch noch so ganz verdächtig Kopfhörer rum. Zum Weg in den Wald, zum Ausklingen quasi. Ich finde, es ist ein schöner Ausgang aus der Zivilisation sozusagen, wenn man dann in den Wald reinläuft, also quasi zu dem, was man im Wald vorhat, sofern man da irgendwelche stationären Projekte hat, so wie heute, finde ich es einfach schön, wenn man dann quasi da noch ein bisschen Zivilisation hat, so als Ausklang. Und dann, wenn ich angekommen bin, dann kommen die auch raus aus dem Ohr und raus aus dem T-Shirt und verschwinden, bis man wieder aus dem Wald rausläuft in der Versenkung. Weil wenn man wieder aus dem Wald rausläuft, dann läuft man ja quasi wieder in die Zivilisation rein. Und dann finde ich, ist das ein guter Einklang, um in die Zivilisation zu kommen. Und das war jetzt keine Produktwerbung für die Firma mit dem Apfel, die unter anderem Musikabspielgeräte herstellt. So. Beziehungsweise die zahlen mir jedenfalls kein Geld dafür, dass ich sowas besitze. Im Gegenteil, ich zahle denen Geld, damit ich sowas besitze. Ja. Euch ist klar, dass das ein ewig langes Video werden wird, weil ich jetzt die ganze Zeit nichts Besseres zu tun habe, euch jeden Scheiß hier zu zeigen, den ich jetzt hier so tue. Zumindest bis es dunkel wird, dann werde ich ein bisschen fauler sein, weil die Bildqualität dann einfach mies ist. Deshalb alles, was ich mache, solange es hell ist, auch morgen früh, kriegt ihr relativ ausführlich vorgeführt. Das ist mein Übernachtungsgepäck. Was da noch zusätzlich dazu gehört, ist natürlich Kamera und Stativ, aber logischerweise kann ich das jetzt nicht zeigen, weil leuchtet ein. Und dann habe ich noch eine geheimnisvolle Flasche mit einer geheimnisvollen schwarzen Flüssigkeit dabei, weil ich einfach so Durst hatte, als ich losgelaufen bin, dass ich was mitnehmen musste. Ab sofort trinke ich natürlich nur noch, naja, also sobald die leer ist, trinke ich natürlich nur noch Quellwasser und Tee, den ich mir dann entsprechend zubereiten werde, wenn ich dann irgendwann mal was habe, was brennt. Gut. Gepäck. Ich habe hier einmal mein Fließjäckchen für heute Abend, wenn es dann doch ein bisschen kühler wird. Man muss ja nicht übertrieben auskühlen. Und das ist jetzt keine Survival-Tour im Sinne von, ich habe nur das Allernötigste dabei. Ich habe nichts Unnötiges dabei, aber schon ein bisschen mehr als nur die berühmten 5 Gegenstände zum Beispiel. Decke.
Das ist wieder meine französische Militärdecke aus dem Zweiten Weltkrieg, original, von meinem Opa vererbt. Dann, die ist noch wunderbar. Dann habe ich hier so einen Schemek oder Schemack oder wie auch immer die heißen mögen. Und den kann ich mir eigentlich auch mal gleich um den Hals schmeißen. Ich kriege immer relativ schnell Husten ansonsten. Ist eigentlich primär für den Kopf beim Schlafen da, weil man über den Kopf doch sehr viel Körperwärme verliert. Wer nicht mehr ganz so viel natürliche Kopfbedeckung auf dem Kopf hat und durch Sekundärkopfbedeckung, die schon quasi zur natürlichen Kopfbedeckung geworden ist, nachhelfen muss, der kennt das Problem. So, dann habe ich dabei, damit mir die sozialen Kontakte nicht ganz ad acta gehen, hier noch ein bisschen modernes Technikspielzeug, weil ich heute Nacht noch ein paar wichtige Kommunikationsdinge erledigen möchte, was auch der Grund ist, weshalb ich zurzeit gerne nachts daheim bin, weil viel Kommunikation ansteht des Nachts. Ersatzakku. Kabel, um noch einen Ersatzakku an Technik-Firlefanz anzuschließen. Ich gebe zu, das sind unnötige Dinge. Die habe ich jetzt wirklich als Komfortdingens dabei. Einfach weil ich muss mir es nicht beweisen, dass ich ohne auskommen kann. Muss ich wirklich nicht. Deshalb, warum nicht ein normales, in Anführungszeichen, Leben in der Gesellschaft mit einem Leben im Wald kombinieren? Ich finde, das ist kein Widerspruch. Für mich ist es gerade wichtig, dass wenn ich im Wald bin, dass das einfach ein Teil meines normalen Lebens ist und ich will deswegen nicht zum Kauz werden, der keine Leute kennt und mit niemandem was zu tun hat, weil er die ganze Zeit einsam im Wald hockt. Also für mich ist es wirklich kein Widerspruch, da auch ein bisschen Unterhaltungstechnik mitzuhaben, beziehungsweise ein Telefon und die ganze halbe Nacht zu quatschen oder was. Man hat im Wald immerhin mal Ruhe und Zeit, das zu tun. Aber das darf jeder sehen, wie er möchte. Dann habe ich Topf Nummer 1. Durch dieses Eichelprojekt habe ich ein bisschen zusätzliches Geschirr dabei. Und weil ich nachher keine Lust habe, wenn ich nach Hause komme, alles sauber zu machen, habe ich auch ein bisschen Outdoor-Seife dabei, damit ich das gleich richtig gut sauber spülen kann, dann morgen früh im Übrigen. Zack. Da ist auch noch so ein Griffzangelchen drin und damit kann man den Topf dann entsprechend festheben. Jawohl. Und irgendwie macht man da drin mit. Mal schauen mal, wie man das dann machen. Das kann ich auch noch nicht so genau sagen. Dazu gibt es noch eine schöne Pfanne, in Anführungszeichen. Die werde ich auch garantiert brauchen. So. Hier ist mein Tee drin. Krümeltee. Kennt ihr Krümeltee? Weiß ich nicht, aber ihr werdet ihn dann kennenlernen. Dann haben wir noch, machen wir mal ganz ein bisschen flotter. Das ist mein Feuermach-Säckchen. Mittlerweile ist das jetzt so ein zünftiger Lederbeutel mit zünftiger Lederschnur. Finde ich irgendwie viel schöner. Hat so ein bisschen Birkenrinde drin, Feierstil, das Übliche halt. Löffel. Muss ich mir jetzt nicht extra einen schnitzen, ne? Habe ich schon einen geschnitzt. Taschentuch. Brauchen wir dann nachher noch für die Eicheln, werdet ihr sehen. Original Bundeswehr-Taschentuch. Dienstlich geliefert. Titantopf, der ist im Wesentlichen für Tee. Notfallessen, wenn Eichelbrot nicht klappt, beziehungsweise ich habe einfach so wenig Eicheln gefunden, dass ich davon niemals satt werde. Wäre auch nicht schlimm mal für eine Nacht, aber wie gesagt, ich muss mir nichts beweisen und ich will jetzt keine totale Leidensübernachtung hier abliefern. So, dann habe ich natürlich noch meine eine Plane, diesmal sehr schön gerollt. Da könnt ihr auch mal sehen, wie klein das Packmaß von so einer Plane maximal ist, nämlich so. Noch kleiner zusammen kriegt man sie nicht, höchstens in einem anderen Format, also viereckig oder sonst wie. Aber die ist jetzt optimal gerollt. Was haben wir denn noch? Ja, der Rest ist jetzt nichts, was mit heute zu tun hat. Da ist unter anderem noch meine EDC-Dose dabei, da mit so diversen Dingen, die man halt im Wald gebrauchen kann. Unter anderem Gott sei Dank auch noch ein bisschen Schnur, sonst hätte ich jetzt gar keinen. Und ich habe im Rucksack auch immer noch einen Wasserfilter drin für den Falle eines Falles. Und auch normalerweise immer eine Taschenlampe. Außer, dass ich die jetzt nicht im Rucksack habe, sondern ich hoffe in der Hosentasche. Ja, da ist sie. Also, was heißt Taschenlampe, Kopfleiter? Das ist eine Fenix LD20, glaube ich. Heißt die so? Wäre gut, wenn das draufstehen würde, was? Naja, ich kann euch das ja nachtragen. Stirnlampe ist einfach zum Hantieren mit Abstand am praktischsten, weil da hat man die Hände frei, logisch, ne?
Die hat der Saki übrigens auch mal empfohlen, deshalb werde ich zu diesem Ding nie eine Review machen. Das hat der Saki tausendmal besser gemacht als ich. Ich habe es mir auch aufgrund dieser Review oder dieses Produktvorstellungsvideos oder wie auch immer der Saki das nennen mag, habe ich mir das Ding auch gekauft. Ah, Säckchen Eicheln. Ich befürchte wirklich, dass die nicht besonders lecker sein werden, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und sonst noch was? Handschuhe. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die überhaupt brauche, aber sind auch nur ganz leichte. Die habe ich eigentlich auch fast immer dabei, wirklich für so, bevor man gar keine Handschuhe anhat. So. Der Rest ist so allgemeiner Rucksackinhalt, allgemeiner Art. Und selbstverständlich befindet sich in diesem Rucksack grundsätzlich natürlich auch immer noch eine Isomatte und die werde ich dann entsprechend auch verwenden, weil ich habe sie eh schon dabei. Ich denke, von Bodenisolation her werde ich sonst auch gar nichts brauchen, außer diese Isomatte, weil der Boden hier ja schon ziemlich viel Humus enthält. Das habe ich euch im entsprechenden Video von letzter Woche ja bereits erzählt. Und damit wisst ihr Bescheid. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir in irgendeiner Form Schnur improvisieren müssen. Also, an Schnur habe ich erstmal diese Schnur hier, mit der mein Rucksack eben entsprechend zugeschnürt wird. Die kann ich verwenden. Ich weiß noch nicht, ob ich die brauche. Dann habe ich hier um mein EDC-Kästchen, Döschen drumherum eine Schnur. Die werde ich verwenden, mit Sicherheit. Ja, das ist ja schon mal ein gutes Stück Schnur. Die hat so um die 3 Meter, glaube ich. Oh, noch nee, nicht mal ganz. So, in der Dose drin sollte ich theoretisch auch noch Schnur haben. Oh, ja wunderbar, guckt mal, ganz viel Schnur. Also das müsste doch reichen. Damit wäre das Schnurproblem gelöst, bin ich auch froh. Und, oh, da habe ich sogar noch ein Taschentuch. Kann auch praktisch sein, so für allgemeine Dinge, die man so tut im Wald, wenn man mal längere Zeit, ne? Ja, so ist es. Gut, und da ich jetzt offensichtlich Schnur besitze und hier einen schönen Haufen mit Gegenständen neben mir jetzt rumliegen habe, das ist übrigens normal, ich mache mir immer erstmal ein Häufchen. Meine Ausrüstung schön als Häufchen hinlegen, hat man alles griffbereit, da weiß man, was man dabei hat und da muss man nicht lang rumkruscheln und so weiter und so fort. Das darf man natürlich nur dann tun, wenn man das hier irgendwo hinlegen kann, wo es einigermaßen regengeschützt ist. Blick in den Himmel, es könnte sehr wohl sein, dass es demnächst anfängt zu regnen, aber ich vermute nicht, dass das der Fall ist, bevor ich meine Plane aufgespannt habe und deshalb muss ich jetzt schleunigst anfangen mit Heringe schnitzen und ich müsste jetzt sehen, wie ich rumrenne und mir Holz für Heringe suche. Ich glaube nicht, das mache ich mal ohne euch. So, und da bin ich wieder und habe jetzt hier Hering Nummer 1. Das ist ein Modell mit hier hinten abgebrochen, macht aber nichts, weil wenn man den so in den Boden steckt, dann kann man hier wunderbar die Schnur in dieser Kerbe auch befestigen und das reicht für den Zweck wirklich aus. Das ist ein Schnurhering. Das hier ist der zweite Schnurdranmach-Hering, auch infolgedessen so in den Boden und dann hier in dieser Kerbe Schnur festmachen. Das ist eine ganz einfache Variante. Klar kann man sich auch schönere Heringe schnitzen und aufwendigere und mit so wunderbaren Kreuz, eingekreuzten Kerben, die dann so eine richtig schöne Spitze nach unten haben, wo man die Schnur richtig schön einhängen kann, wenn man sich eine Schlaufe gemacht hat, kann man alles machen. Aber ich habe keine Zeit, Ich habe nicht gern Stress im Wald, ehrlich gesagt. Aber heute lässt sich das einfach mal nicht anders machen und ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und was ich heute Nacht nicht mehr hinkriege, beziehungsweise was ich dann von der Dunkelheit überrascht werde, das mache ich dann halt in Gottes Namen mit Lampe. Das ist zwar normalerweise auch nicht so die feine Englische, aber das hier sind dann diese einfachen durchs Loch in der Plane Steckhering, um die Plane eben am Boden zu fixieren. Davon habe ich noch einen relativ kurzen und das war es auch jetzt schon, was ich jetzt mit einem ganz schnellen Hering hier zusammengebaut habe. Wenn ich noch mehr brauche, haben wir noch mehr. Das langt fürs Erste und jetzt werden wir erstmal unsere Plane aufspannen und mit den Heringen befestigen, dass wir erstmal einen notdürftigen Wetterschutz haben für den Fall, dass es jetzt doch noch regnen sollte. Und zwar genau an der gleichen Stelle wie im letzten Video, wo ich hier ja sowieso schon mal zu Gange war.
Mir hat es also letztes Mal hier auch gut gefallen und demzufolge, dazu gab es auch einen Kommentar, irgendwer hat gemeint, er wäre gleich da geblieben. Sorry, ich kann gerade nicht zuordnen, wer jetzt von wem jetzt dieser Kommentar war. Ist nicht böse gemeint. Und das hat mir auch nochmal so einen kleinen Denkanstoß gegeben, nachdem ich dann beschlossen hatte, okay, gerade weil du keine Lust hast, solltest du mal wieder im Wald pennen. Und zweiter Grund war halt eben, ja stimmt, warum bin ich eigentlich nicht gleich da geblieben? Holen wir nach, jetzt. So, ich baue mal auf. Tja, da habe ich mich jetzt angestellt wie der letzte Vollidiot. Wie gesagt, heute ist nicht mein Tag. Ich habe irgendwie gerade kurzfristig verlernt, wie man Plan in den Wald hängt. Das hat jetzt mehr oder weniger ewig gedauert, beziehungsweise Schwierigkeit war, der Boden hier ist extrem hart. Das ist ein sehr toniger Boden. Da kommt man mit dem Holzhering wirklich richtig schwierig rein, insbesondere wenn der dann halt eben abzubrechen droht, wenn man mit dem Fuß nachdrücken möchte. Und das ist ein meilenweiter Unterschied zu meinen Alu-Heringen, die ich letztes Mal verwendet habe. Das habe ich jetzt echt unterschätzt und da ist mir jetzt mehrfach der Hering, quasi mehrere Heringe gebrochen, die kleinen dünnen. Und zweitens, die kleinen dünnen, die quasi durch das Loch in der Plane passen, ich zeige euch das gleich, die reichen hier einfach nicht. Der Boden ist so schwer, da geht das wirklich nicht, das kannst du vergessen, die halten nicht. Da müsste man schon, was weiß ich, wie viele von denen nehmen und die kriegt man wirklich so gut wie gar nicht in den Boden rein. Ich habe das jetzt anderweitig gelöst. Ich zeige es euch auch gleich. Aber da hatte ich jetzt erstmal kurz einen Durchhänger zwischendurch, dass ich jetzt irgendwie habe dann doch noch versucht mit den kleinen Dingern, aber irgendwie, heute ist auch wirklich nicht mein Tag. Ich hoffe, ab jetzt wird es lustiger. Ja gut, ist ja nicht schlimm, ist jetzt für mich, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen minus 10 Männlichkeitspunkte, weil ich jetzt tatsächlich meine Plane hier nur mit Mühen quasi aufgebaut bekommen habe und so eine wirklich großartige Konstruktion ist es jetzt immer noch nicht. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal an und jetzt habt ihr halt nicht gesehen, wie ich es aufgebaut habe, weil das war nur noch peinlich. Naja, das kommt auch mal vor. Auch ein Jan Ulrich oder ein sonstiger schneller Rennradler fällt mal vom Rad. Peinlich. Ja, also die Stelle hier geht ja noch. Das ist ja so ein Topsegel-Shortstick-Knoten zum Seil spannen, wenn es dann einmal angebracht ist. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal nachgespannt. Das funktioniert dann. Hier Hering Nummer 1. Klappt auch so weit, da ist eigentlich wenig dran auszusetzen. Hier Hering Nummer 2. Ursprünglich war geplant, dass der erheblich weiter im Boden drin ist, weil die Kerbe sitzt ja hier. Eigentlich wollte ich den bis da unten versenken, aber das ist in diesem super schweren Boden partout nicht drin. Aber die paar Zentimeter, die er jetzt im Boden sitzt, das reicht auch schon, weil in diesem schweren Boden kann er auch nicht rausgerissen werden. Das hat also auch Vorteile, aber ich kriege den wirklich ums Verrecken nicht tiefer rein, wenn ich mir keinen Stein zum Hammern suche. Und ihr kennt mein Problem, es gibt keinen Stein in meinem Wald. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ist ziemlich tiefe Bauweise, liegt daran, dass doch ein bisschen Wind gegangen ist, eben noch vorm Wald. Hier ist es zwar jetzt windstill, aber ich weiß halt nicht, was heute Nacht noch kommen mag. Da habe ich gedacht, ich baue es jetzt lieber ein bisschen tief. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles falsch gemacht habe. Also erstens, Anfängerfehler. Man schmeißt Plane einfach über die Schnur, anstatt die Schnur durch die Ösen zu fädeln. Das ist natürlich insgesamt einfach nochmal ein bisschen stabilitätsfördernd und besser. Und das habe ich natürlich wieder mal vergessen heute, ich hält. Dann sollte man die Position von zumindest einer Öse mit so einem Stöckchen und so einer Schlinge irgendwie fixieren, damit das Ganze nicht irgendwie quasi hin und her rutscht an der Leine. Hatte ich auch zuerst vergessen. Und dann ist hier der Versuch, das Ganze mit so einem ganz kleinen Hering, der da durch die Öse durchpasst, zu fixieren, einfach mal gescheitert. Und ich musste hier ein Stück Schnur anbringen, um das Ganze mit einem massiven Hering dann auch ein bisschen weiter weg und so ein bisschen in freischwebender Aufhängung zu befestigen. Das ist mir eh die liebere Anbringen-Variante. Habe ich aber jetzt zuerst halt eben mit der direkt am Boden mit Stöckchen durch Öse-Variante versucht und das ging halt überhaupt nicht.
Ja, und hier habe ich auch den Hering wieder mit Schnur versehen müssen, beziehungsweise die Öse mit Schnur, weil ich auch in einem Anflug von Blödheit echt übersehen hatte, dass hier dieser Baumstumpf genau da quasi endet, wo ich mit meiner Öse hätte hin müssen, um das Ganze in einer einigermaßen vernünftigen Form aufzubauen. Also das ist natürlich auch blöde. Man guckt dann normalerweise schon vorher, wo man sich seinen Lagerplatz errichten möchte. Mit der BW Zeltbahn war das halt kein Problem letztes Mal. Die ist insgesamt kleiner als so eine Baumarktplane und deshalb habe ich da jetzt nicht dran gedacht gehabt. Bin heute echt ein bisschen neben der Spur. Und unter normalen Bedingungen stört mich so eine Falte hier auch so sehr, dass ich so lange rumprobiere, bis besagte Falte verschwunden ist. Man könnte jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel auch noch so ein Stöckchen einflechten, aber wenn das Ding schon gespannt ist, kriegt man das dann nicht mehr rein. Dann müsste man es erst wieder entspannen, danach müsste man es wieder bespannen und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das passt so, das ist einigermaßen stabil und so lassen wir das jetzt in Gottes Name. Und wenn es mir heute Nacht zusammenbricht, dann habt ihr wenigstens was Lustiges zu lachen. Ein bisschen dämlich komme ich mir jetzt schon vor, ganz ehrlich. Meine Fresse, also heute ist wirklich nicht mein Tag. Kennt ihr das auch? Ich hoffe doch sehr. So, ich gehe jetzt mal eine Runde Brennholz sammeln und habe die Feuerstelle nämlich extern, also nicht am Lagerplatz, weil wir hier gar nicht weit weg eine fest installierte Feuerstelle haben und da muss ich nicht mitten im Wald ein Feuer machen, wenn ich da auch die offizielle Feuerstelle benutzen kann. Und deshalb werde ich mich jetzt mal in diese Richtung begeben. Hier einfach merke, hier ist Lager, beziehungsweise ich lege da jetzt schnell noch kurz die Matte rein und meine Decke drauf. Und das seht ihr dann aber heute Abend, wenn ich dann entsprechend zu nächtigen gedenke, dann nochmal genau, wie das dann exakt ablaufen soll. Jetzt gehen wir erstmal, wie gesagt, Feuerholz besorgen und dann geht's an die Eicheln. Ui, es ist nahe, das wird noch eine lange Nacht.